Da sind wir. Und bevor wir weitergehen, erzähle ich kurz, ich habe das ausprobiert, um zu rauszufinden, ob ich recht habe. Ich hatte fast recht. Das ist nicht spezial. Es sind hier die Extras, aber es gab keine besseren, die wir jetzt schon haben. Vielleicht hier oben, hier, ne? Wir haben begabt. Weniger Erfahrung, dafür 5 Punkte auf jede Fertigkeit. Die könnte man wieder wegnehmen, weil wir sind ziemlich gut in den ganzen Fertigkeiten und es kommen ja noch ein paar Level. Aber habe ich mir gedacht, da gab es keine bessere Auswahl irgendwie. Alles war so meh im Negativen, mit dem Negativen, was dazu kommt. Naja, und beim alles wegräumen und uns Platz machen, hier, guckt mal, hier, kann wieder schön viel tragen, hab ich mitgekriegt, dass die die ganze Zeit labern und er ist ein Chauvinist und ein Vollidiot und die Buchklappe ist auch scheiße. Also, ich verstehe, warum man sie abschalten kann. Warum sie so programmiert wurden, keine Ahnung. Vielleicht weil sie von der alten Zeit kommt. Und dann haben wir das hier gefunden, nämlich unser Rückgrat. Sieht aber auch schon nach Alien aus, oder? Ist Sharon vielleicht wirklich Alien? Ach, das kenne ich mir nur von den Röntgenaufnahmen. Okay. Und hier ist unser Herz. Das sieht nicht so gesund aus. Ah, nee, das ist. Das Hirn. Nee, doch, das Herz. Das sieht nicht sehr gesund aus. Wie gesagt. Tschüss, wir haben neue, bessere Sachen. Ich weiß nicht, wie mein Herz das funktioniert, aber ich hätte nichts dagegen. In Real Life, wenn das einfach so möglich wäre, werde ich nie mitbekommen. Aber einfach mal so ein neues Rückgrat, das besser ist. Why not? Apropos why not, wir gehen jetzt, wie gesagt, zu F, zu 8, nicht zu 8, warte. Da wollen wir hin. Das heißt, wir verschieben das dahin und gehen da einfach direkt rüber, weil wir ein eingebildeter Pascha sind, der einfach sagt: Wege, wer braucht schon Wege? Ah, ne, X8 da drüben. Wir brauchten das nicht mal. Man sieht das sehr genau. Beim oben rausgucken nachts sah alles so romantisch und schön aus. Und jetzt irgendwie ist es nicht mehr romantisch und schön. Versteht ihr, was ich meine? Oh, er wollte nur spielen. So, es ist irgendwie eher unschön. Warum raucht alles? Warum geht alles kaputt? Ich bin ein bisschen enttäuscht, was das angeht, muss ich zugeben. Oh mein Gott, ich habe rechts jemanden hochkommen sehen. Uiuiuiui. Wie creepy ist das denn? So, ich wollte einmal gucken, was wir anhaben. Wir haben diesen, ne, diesen hier. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Ausdauer Plus ist toll, ne? Aber kritische Treffer ist noch geiler. Mal schauen. Gesundheitsregenerierung ist nämlich ziemlich langsam hier. Ist sowieso die ganze Zeit. Ich hab dich schon gesehen. Aber wie wär's mal mit der Schrotflinte? Bitch. Oh, guck mal, wie das. Das war wie so ein Jagdrevolver. Wieso hast du so eine geile Sache plötzlich? Wer bist du denn? Bist ein normaler Lobotomit. What the fuck? Kittel mitnehmen, weil er hat uns. Die schießen nämlich ganz schön auf uns. Das ist nervt ganz schön doof sehr. So, Patientenkittel. Dann haben wir es wieder heil gemacht. Nee, aber ernsthaft, warte mal. Was war das? Wir haben Schallemitter, stimmt ja, den wollten wir benutzen. Jagdrevolver, 1200. Ne, schlecht. Können wir verkaufen. Ich mag total wie bei Resident Evil oder sowas, was ich nie gespielt habe, deshalb kann ich das nicht sagen. Hier mit Schießen. Ich weiß nicht warum. Das ist wie so ein. Das war total doof von mir. Ich sehe gerade meine Energie. Ich muss ein bisschen aufpassen. Das war jetzt einfach nur zum Spaß. Ich höre es schon, ne? So. Oh, Gate gibt zu, aus Spaß Leute umzubringen, ey. So. Nein. Weil unsere Sachen werden darunter leiden. Also gehen wir wieder zurück zu unserer Lieblingswaffe und lassen uns da gar nicht drauf ein. Wie wär's? Oh, apropos, wir wollten ja Sunset Perilla, ne? Gluck! Voll schön. Z9. Was? Ach so, das sind die verschiedenen Gebäude, die explodiert sind. Geil. Protalus DNS Konservierungslabor. La. Boah. Labor. Okay, ja, komm, nimm mal mit. Was soll's?
Liegt er ja nicht schon seit Ewigkeiten, ne? Ich weiß nicht. In meinem Kühlschrank. Ich verpasse echt auf und Sachen werden sofort schlecht. Und hier hält das irgendwie Jahrhunderte, jahrhundertlang. Es ist echt schlimm. Nur weil es sind irgend so ein. Ich meine, vielleicht sind das besonders gute Automaten. Ja, gehen wir mal. Kurz gucken, was hier so gibt. Hallo. Ich sehe dich. Nee, liegt da nicht was? Oh. Und hops. Oh. Oh, wow, 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 wow. Der ist nicht gestorben, obwohl ich ihn direkt ins Gesicht. Oh! What the fuck? Die halten ja richtig was aus. Okay. Wir müssen uns ein bisschen. Sollen wir die mitnehmen, die Sachen? Ein bisschen jetzt aufpassen. Wow! Die haben ja richtig was ausgehalten. Dabei dachte ich, ich wäre hier voll der King. Was das angeht, im Angriff. Aber scheinbar sind hier die Hundeversuche gemacht worden. Und aber sind da hier sind Narben. Nachtpirsch-Eier. Nee, komm, kannst du dir wohin schmieren? Oh ja, hier haben sie die Versuche gemacht. Die sind schuld. Ich weiß nicht, ob ich dem verzeihen kann. Die sind wirklich schuld an dem ganzen Scheiß. Ja. Boah, das wird moralisch noch sehr problematisch, muss ich zugeben. Wenn sie wenigstens dazu stehen würden und sagen, es tut uns leid, wir wollen das wieder gut machen oder sowas. Aber die haben einfach nur Scheiße gebaut. Oh nein. Oh okay, da ist einiges passiert jetzt. Ich weiß nicht, ob ich darauf. Ich wusste nicht, ob ich darauf hinweisen sollte. Ich glaube, wir sind noch nie aus der Welt rausgeglitscht. Und das tolle Spiel oder die Mod hat sich gedacht, wenn das passiert, wird es wieder an Anfang geportet. Wie gut! Ich bin richtig stolz. So, wir haben noch irgendwie eine. Wir hatten doch irgendwas, das Essen oder irgendwie besser wird, ne? Ein Seesack! Ein Seesack mit ganz viel Zeug. Wir brauchen die Arschtasche. Brauchen wir nicht wirklich. Wir brauchen aber jetzt Klemmbretter. Wir haben Klemmbretter eingesammelt. Und da ist eine Maske. Ein Lobotomisierter wurde umgebracht. Das ist mir ziemlich egal. Er war ja sowieso schon tot. Und Kleber brauchen wir auch. Wir brauchen ja auch Kleber und Bücher. Also nicht vergessen. Ihr jetzt. Ich darf es vergessen, weil ich kann nichts dafür. Ich bin unschuldig. Ne? Einfach die Verantwortung auf andere schieben. Finde ich super gut. Na, Kämpfer. Hä? Läuft weg. Ja. Blind? Oder was? So. Der ist nicht tot. Boah, heftig. Hier werde ich noch leveln, glaube ich. Boom. Wow! Dabei bin ich schon auf Nahkampf mit Defense. Wie machen das andere, die das nicht machen? Die laufen weg oder was? Ich bin ja schon. Ich habe mir irgendwie 10 Schutz dazu geholt. Ist das ein. Das sieht aus wie. Ich dachte kurz, das wäre ein Smiley. Nachtpirscher Proben mit Ein. Mit Nachtpirscher Saft. Das will ich jetzt nicht wissen. Warum Nachtpischersaft und dann Schwanz? Wir nehmen den Saft natürlich mit. Dann gucken wir uns hier ein bisschen das an. Ja, ich höre dich. Denk dran, ich muss dran denken, ich habe Blocken. Immer mal Blocken zwischendurch, wenn sie angreifen. Denn wir haben ja diese eigene, diese eigen, diese, diese. Von Veronica. Diese Fähigkeit, dass wir blocken. Ach, Entschuldigung. Dass wir blocken können. Ich bin jetzt ein bisschen. Da ist noch mehr Saft. Wir nehmen natürlich Nachtpirscher Saft mit. Gummibonbons. Seit wann ist denn die Kochplatte an?
Wir haben keinen Kopf. Komm. Hui, guck mal. Läuft er an mir vorbei, Vollidiot. Boom. Ich wollte jetzt mal blocken. Wie schnell ist der denn aufgestanden? Protonenwurfaxt? Wie geil. Okay, wie habt ihr eigentlich so lange überlebt da drin? Ah, nee, warte. Nee, Klebeband? Brauchen wir Klebeband? Nimm mal mit, was soll's. So viel Müll. Animatics plötzlich. Warum auch immer. Hallo? Nachtpirscherproben. Habt ihr noch mehr Saft für mich? Gib mir euren Saft. Ich geb dir keinen. Okay. Bist du gut? Können wir Freunde werden? Nein. Aber du läufst auf jeden Fall gegen die Wand. Ihr seid auf jeden Fall nicht die Klügsten. Aber der war die ganze Zeit da eingesperrt. Seit Hunderten von Jahren. Oh, Gate, hör doch mal auf, immer drüber nachzudenken. Immer willst du nach Logik gehen. Hui, guck mal. Parkour-Pirscher. Verkrüppeln sie gegnerische Köpfe. Es kommt immer nur ganz kurz da, ne? Es ist dann immer so dieses, okay, finde ich lustig, dass ihr mir das sagt, aber gleichzeitig ist es auch so egal, weil ich danach vergesse ich es doch sowieso wieder. Na, Nachtpirscher. Aber dann wiederum, wie funktioniert das? Nur die Köpfe sind Schlangen, aber dann plötzlich sind sie Zwitter. Guck mal, die Schwänze sind Schlangen, die Köpfe sind Schlangen, der Rest nicht. Der Rest ist also, ne, Amphibie. Auf jeden Fall legt es eigentlich keine Eier. Diese Eier jetzt zu legen, ist ziemlich schmerzhaft wahrscheinlich, weil das andere ja ein Säugetier eigentlich ist. Egal. Ich meine, es macht ja schon Sinn für eine Spezies zu sagen, weißt du was, dieses, oh, ein Hundenapf, können wir den mitnehmen? Für irgendjemanden. Dass man so sagt, ja, Switter sich selbst vielleicht sogar, ne, ein Ei, aber dann wiederum, Säugetiere halten schon ziemlich lange durch. Wunderkleber. Hier ist bestimmt irgendwas. Brauche ich die Eier für eine Quest vielleicht? Wahrscheinlich, oder? Oder übersehe ich jetzt wieder was? Hier sind so viele Eier. Ich will die alle nicht mitnehmen. Könnt mich mal. Nee, lieber nicht. Ich meine ja nur. Das Schlangen-Eier legen und sowas, das hat ja alles auch, ne? Manchmal auch mit amphibischen, weil sie Kaltblüter sind und so. Biologie. Hä? Es scheint ausreichend chemische Komponenten zu geben, dass man da anklicken kann. Hat mich jetzt rausgebracht. Was ich sagen möchte, Säugetiere sind aus dem Grund Säugetiere. Um eine kleine Menge Medikamente herzustellen, sofern man die entsprechenden Kenntnisse hat. Stimpaks herstellen, ein paar Drogen herstellen. Stimpaks herstellen oder ein paar Drogen herstellen? Steady? Kennen wir Steady? Wir haben Fixer, aber wir brauchen Stimpaks. 5 Stimpaks. Kann ich auch noch Drogen herstellen? Nein, das war's. Aber da ist noch Saft. Guck mal, ich habe mich für das Gute entschieden. Entweder Stimpaks oder Drogen. Aber als ob Stimpaks keine Drogen wären, oder was? Okay, weiter geht's. Wo geht's hier hin? Moin! Ich bin von der Post. Ich hab hier was für Sie. Können Sie bitte hier unterschreiben, Schadis? Schadis? Was war das denn jetzt? Was war mit dem Musik-Cue? Warum plötzlich die Musik? Warum plötzlich die Musikänderung? So, ein Saft. Wieso hast du einen Namen? Schade. Habe ich was gemacht? Ich habe geblockt und dann angegriffen. So wie man es machen sollte. Aber ich weiß nicht, ob es was gebracht hat. Ich denke mal, es hat sie niedergestoßen oder so. Was uns ja geholfen hat. Naja. Auf geht's ins Labor. Das sieht creepy aus, aber da ist ja schon mal was. Ich gehe mal voll. Gehst du gerade auf das? Wie? Okay, was soll's? Implantat. Ein Implantat für. Da bin ich ja mal gespannt. Ich liebe Implantate. Gib es mir alle. Steck es mir rein. Stehe ich voll drauf. So. So viele Eier. Nein, lieber Saft. Und andere so, Eier sind besser als Saft.
Dann sage ich, ja, einige mögen ja auch Eier trinken. So. Aha, interessant, interessant, interessant. Verstehe, verstehe. Die Zunge, die sich... Es sieht ekelhaft aus, wie so ein Parasit oder so. Okay. Sehr viele Gelege, die ich eigentlich alle zerstören müsste, oder? Ich finde es halt schade, dass man mit Feuer nicht einfach alles kaputt hauen kann. Wegverbrennen. Saft, 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 wir machen lecker Saft. Wir gehen nach Hause und trinken was. Und alle fragen, oh, was ist das denn? Darf ich da auch mal was von haben? Na klar, hier. Und was ist denn das? Das ist Saft. Was für Saft? Von... Oh, ich kann überhaupt nichts kochen. Von Hunde und... Wow, das ist aber eine große Mehlpackung. Hunde... Schlangenhybriden. Okay. Saft, Saft, Saft. Lecker Saft. Stützpanschagen. So, okay, nein. Sonst nichts? Keine Lore oder so? Oh, ich nehme einfach mal die Blech. Nein. Ich weigere mich, Müll hier mitzunehmen. Ich weigere mich. Dann müssen wir halt ein bisschen uns auch mal die Arbeit machen. Yay. Noch mehr Stimpaks oder Drogen? Wir nehmen die Drogen ja nicht. Vielleicht fangen wir mal an, oder? Aber Stimpaks sind teuer und brauchen wir. Also so gesehen... Ich dachte jetzt wirklich, aber hier wird irgendwas. Was soll das hier? Höhlenpilz? Der fliegt? Kann wir den da reinwerfen? Ist das ein Gimmick? Ja, geh da rein. Nein, nein, nimm Höhlenpilz. Hahaha, ich bin die Hexe Schrumpeldeil. Die Höhlenpilze wollen nicht. Tschüss, Höhlenpilz. Aber hier ist noch Saft. Nein, dann eben nicht. Sollen wir einen Höhlenpilz nehmen und selbst was kochen? Ist das eine Andeutung? Nehmt den Höhlenpilz. Kocht was Leckeres. Mit Mehl und Höhlenpilz. Wir nehmen einfach mal Mehl und Höhlenpilz und... nein. Was ist da? Da, warte mal. Ach, ich sehe es doch da hinten. Nein! Da! Oh. Er will es mir nicht geben. Weil das ist meistens überfordert, was ich toll finde. Man findet rundherum irgendwas und danach daraus kann man was kochen oder sowas. Oder was herstellen. Aber scheinbar nicht. Scheinbar habe ich zu viel erwartet. So, hier vielleicht? Nein. Soll ich nachgucken, Leute? Sagt's mir. Ich möchte eigentlich dieses... Arzttasche? Nein. Dieses... Blablabla. Oh, leeres Buch. Ja, wir haben alles andere, außer leere Bücher. Das kosmische Messer machen. Und ich müsste nachgucken. Ich weiß einfach nicht, wie man das kosmische Messer... Oh. Wie man es rausfindet. Und Level 15? Wir kriegen richtig gut Erfahrung noch, ne? Dafür, dass es ein Level 15 DLC ist. Naja. Oh, Klemmbretter. Plötzlich mag ich Klemmbretter. Ich mochte sie vorher auch schon. Aber... Und Bleistifte. Stimmt ja. Können wir auch... Speerrüstung. Speerrüstung? Nö, muss jetzt nicht sein. Aber danke. Nett, dass du fragst. Noch mehr Mehl. Was habt ihr denn mit Mehl? Sag mir, was ich mit Mehl machen soll. Was ist das? Gar nichts. Guck mal. Das ist eine neue Art von Box. Aber irgendwie ist da nichts. Ihr könnt doch nicht einfach eine neue Art von Box hinstellen und mich nicht daran teilhaben lassen. Geil. Neue Art von Box. Was ein Spieler glücklich macht, ne? Oh, guckt mal, eine andere Art von Grafik. Das ist so wie bei Rollenspielen, wenn ein neues Monster kommt und nicht nur einfach neue Farbe. Warte. Nein, ich übersehe doch wieder irgendetwas. Hier muss doch... Ist das die Speerrüstung, die besonders ist? Kann das sein? Soll ich sie mitnehmen? Ich nehme sie einfach mal mit. Wir können sie ja dann später, ne, wieder wegpacken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier einbrechen müssen und dann nichts finden. Oh, neue Lampe! Warum auch immer die Lampe kaputt gegangen ist. Ich meine, da muss ja jemand reingekommen sein und die Lampe kaputt geschlagen haben.
War bestimmt nicht der Zusammenbruch von hier. Aber okay, DNS fertig. Vielleicht kriegen wir ja später eine Quest. Für die. Na jo. Was soll's. Ist das was? Ah ne, das war das Blut, das ich verschüttet habe. Apropos. Oh. Schon dunkel. Oh oh, schnell wieder rein. Ich habe Angst, draußen hier rumzulaufen. Im Hasedor-Gebiet und in den Nachtpirscher Verbindungseinrichtungen ist es seltsam ruhig. Zu ruhig. Hast du gemerkt, dass ich sie umgebracht habe, oder was? Habe ich seinen Hund umgebracht? Der eine Hund hat ja einen Namen. Hallo. Oh. Oh, Hilfe. Oh nein. Ich wollte doch die andere Waffe ausprobieren gegen die Cyberhunde. Puh. Macht's mir doch jetzt nicht so schwer. Okay. Wir kommen also auf Cyberhunde. Dann können wir ja mal den Überschallala ausprobieren. Den Schalalalala. Ja, den Protonenwurfachs gegen Powerrüstung. Das ist lustig. Guck mal, die sieht auch geil aus. Aber hier, den Schallermitter. Miau. Oh, what the fuck? Das ist creepy. Das will ich nicht abbekommen. Das war... Oh, ich wollte nur gucken. Yay. Alles für 8. Oh, 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 Leute. Ich habe aber was nachgeguckt, weil ich neugierig war. Ich wollte das Bild gucken, habe nach... ich habe nach Dala geguckt. Und ich hatte recht und es tut mir leid, weil ich habe mich schon entschuldigt. Aber nochmal. Alles gut. Das ist eine Asiatin. Das ganz linke. Also so gesehen, das ist sie. Es ist kein... Es sieht halt... Ne? Ist egal. Auf jeden Fall ist es ganz links, ist das Dala oder wie es hieß. Wir gehen einfach mal rein. Ich will hier nicht im Dunkeln rumhängen. Zentraleinrichtung. Oh. Starten Sie den Schultest am Terminal. Initiieren den Schuldatenbeschaffungsterminal. Hä? Ja, okay, mache ich gleich. Oh, ist das mein Hirn? Nein. Warum ist dein Hirn? Da ist ein Hirn. Da ist noch ein Hirn. Sind das die Hirne von den Leuten, die ich draußen abschieße? Wow, das ist schrecklich. Ich hasse euch. Scheinbar, guckt. Yep. Hallo. 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 Wieso hat sich das plötzlich bewegt? Ah, okay. Ich will euch kaputt machen. Kann ich es kaputt machen? Ist ja schrecklich. Eine Holzkiste mit Elektronenakkus. Sahen anders aus. Oh Mann, das tut mir so leid für die Leute, die dann das dem folgen, dem Radiosender. Und dann werden sie verarscht und hier hingebracht. Ich hoffe, sie kriegen es einfach nicht mit. Bleistift. Okay, wir speichern mal, damit wir gucken, was hier ist. Big Mountain Forschungsnetzwerk. X8-Testsubjektinformation. In diesem Test übernehmen Sie die Rolle eines dieser bösartigen Kommis und infiltrieren eine Institution ehrlichen amerikanischen Lernens. Keine Sorge, Bürger, es ist nur gespielt. Ihre Aufgabe ist es, Dokumente zu stehlen, die ein echter, dreckiger Kommi-Verräter, das auch, was sie nicht sind, nutzen könnte, um unsere Kinder einer Gehirnwäsche zu unterziehen, was sie nicht tun würden. Dieser Test wird uns helfen, die zerbrechlichen Seelen unserer Kinder vor den Agenten des internationalen Kommunismus zu schützen. Agenten wie Sie? Nur ein Scherz. Wir wissen, dass Sie ein loyaler Amerikaner sind. Oder nicht? Schultest internes Memo. Subjekte werden informiert werden, dass wir die Effektivität kommunistischer Infiltration an amerikanischen Schulen testen. Sie werden nicht über die Cyberhunde Bescheid wissen, bis sie tatsächlich mit dem Testprozess beginnen. Test A nutzt Cyberhund-Schutzprotokolle zusammen mit standardisierten automatischen Geschützsystemen. Test B fügt den vorherigen Test Protektrons hinzu. Ach, da kamen Flashbacks zu dem Raum, wo Ede mich gerettet hat.
Test B enthält auch ein paar grundlegende Tests für das Feldstörungskapazitätsmodul. Okay, dann kriege ich das. Wohngebietstest internes Memo. Betreten Sie bis auf weiteres nicht den Wohngebiets-Cyberhund-Testbereich oder machen Sie irgendwelche Experimente, die ihn benutzen. Die Cyberhunde werden noch immer programmiert und jegliche Störung könnte dramatische Auswirkungen auf ihren Fortschritt haben. Zugang zu beschränken sollte auch dabei helfen, weitere Vorkommnisse wie Vorfallspielzeit zu vermeiden. Für den die Ausgleichszahlung direkt aus unserem Budget kommen. Spielzeit? Dr. Gale? Oh, voll geil, Richardson. Dr. Geil Richardson. Testingenieur. Okay. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Kriegen wir vielleicht einen Hund zu unserer Seite oder so? Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir mal ein bisschen allein sind. Hat auch was, ne? So ein bisschen Ruhe und Frieden. Level 1. Ich denke mal, wir sind zu Level 1. Wenn das hier wenn das ein Spielraum ist. Hier ist aber auch Level 1. Ihr könnt doch nicht zwei Level 1 machen. Was ist denn das? Voll verwirrend. Ach so. Ich hab zu sehr darauf geachtet, wie sie gesagt haben, das ist ein Spiel. Das ist Etage. Level 1 ist in Amerika ja bei uns hier das Erdgeschoss. Okay, schon gut. Hä? Ein Lobotomit ist hier rein. Eine Einschussflinte. Boah, ist die Scheiße, ey. In Overall 10. Stärke plus 1 aber. Ja, komm, nimm mal mit. Level 2. Oh. Okay, probieren wir es mal. Ja, komm. Mr. Ordentlich MK. So. Piu! Piu! Aua! Irgendwie ist das zackisch. Machen wir es halt so. Kuckuck! Oh nein! Oh, da ist ja noch einer. Hallo! Genau das habe ich gemacht. Durch die Gegenstreifen auf der Suche nach jemandem, der mich in Stücke reißen will. Warum? Haha, Vollidiot. Einfach in die Ecke. Größte Hindernis für Roboter. Wenn sich jemand einfach an die Wand stellt. Wie kannst du nur? Bitte komm hervor. Wo ist eine andere da hinten? Die sind alle so stark. Ich fühle mich so schwach. Ich meine, die Kleine ist jetzt in Ordnung. Ist lustig. Aber nicht so schnell und gut wie unsere. Okay, ich glaube, das war's. Nein, ups. Ich wollte gucken, ob ich Licht habe. Ja. Ist so dunkel. Ist das ein Sarg? Särge? Oh, schmutziges Wasser habe ich mitgenommen. Noch eine Schaufel. Wir können unsere Schaufel heil machen. Sehr seltsam, was die hier alles haben. Warum ist der Terpentin? Särge? Haben die Versuche an Leichen gemacht? Oder war... Ich meine, Es sind nicht neue Särge. Ah, oh, Rex von innen. K9-Unit. Wir wissen also, woher er kommt. Also doch nicht von der Legion. Wurde das nicht irgendwie gesagt? Hat die Legion vielleicht das geklaut? Ist ja auch egal. Wir wissen jetzt, dass er von hier kommt. Hallo, kann ich dich kaputt machen? Ugh. Operationssegen Steuerungskonsole. Habe ich die jetzt angemacht? Why? Charon, warum? Was bringt dir das? ihr Impulswellenmodul auf Kredit. Die X-13-Einrichtung hat uns ihren EM-Impulswellenmodul-Prototypen für den Schallermitter geliehen, um ihn in unseren Datenbeschaffungstestsimulation. Geiles Wort. Geiles. Das in so, ne? Wenn irgendwie Leute nach Deutschland kommen und dann machen sie so einen Test. Und das ist dann das Wort, das ihnen schnell... Es ist ein Arschloch-Move, ich weiß. Nimmt das nicht ernst, ich meine es jetzt nur. Einfach das in der Schule. D-A-T-E-N-B-E-E... Datenbeschaffungstest-Simulationen zu benutzen. Das Modul erlaubt den Schallemitter, bestimmte Kraftfelder auszuschalten. Yay, das brauche ich.
Mit dem Modul dürfen Testobjekte. Ich habe meine Nase gekratzt und dann bin ich durcheinander. Ich bin dümmer als ein Affe. Mit dem Modul dürfen Testobjekte die X8-Einrichtung nicht verlassen. Obwohl es außerhalb des Big MT nicht funktionieren wird, wäre es ein Sicherheitsalbtraum. Danke für die Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit. Dr. Adam Figgins. Figgins. Project Berkey und Project Hase. Ja, Project Berkey beinhaltet, was manche weniger wissenschaftlich ausgerichtete Individuen als Grabschändung bezeichnen könnten. Ja, wir sind wegen Budgetkürzung dazu gezwungen. Nein, keiner unserer Senior-Mitarbeiter benutzt die Körper für irgendetwas anderes. Weißt du, ich habe überhaupt nicht an Nekrophilie gedacht, bis sie es angesprochen haben. Schließlich über das Gerücht, dass Projekt Hase in Liquidierungsoperationen, mein Gott, gegen nicht-militärische Ziele verwickelt ist, um Forschungsobjekte zu bestrafen, ich werde das nicht mit einer Antwort würdigen, weil es wahr ist. Irgendwelche weitere Fragen? Figgins. Wichtige Notiz an mich selbst. Bei der Programmierung des neuen Wohngebiets Cyberhund-Modells, um aus Unterhaltungsgründen Objekte wiederzubringen, die von menschlichen Wesen geworfen wurden, habe ich versehentlich eine Audioprobe seines Bellens als zu fangendes Objekt benutzt. Das Cyberhund ist jetzt auf die Probe fixiert und zeigt Anzeichen aggressiven Verhaltens, wenn ich versuche, sie wiederzuholen. What? Eine Audioprobe seines Bellens als zu fangendes Objekt benutzt. Das heißt, wenn er bellt, versucht er sein eigenes Bellen zu fangen? Ich habe sie im Wohngebietswiederaufbaubereich gelassen. Wohngebietswiederaufbaubereich, da waren wir schon. Nee, bis sie gebraucht wird. Ich glaube, der Cyberhund hat sie vergraben. Nein, es war doch was vergraben. Ich hab's doch angesprochen. Oh, dann müssen wir da nochmal hin. Okay. Deshalb gibt's hier die Schaufel. Oh mein Gott. Oh, scan, scan, scan. Oh, ich verstehe alles. Es war das doch was verbuddelt. Deine Mutter ist verbuddelt. Mein Beileid. So. Okay. Da. Roboter-Kombinationsexperiment Holoband. Notiz hinzugefügt. Oh, nein, der Pimp muss wieder weg. Pimps, ey. Für den Auto, okay. Dieses Holoband enthält Hund- und Roboter-Kombinationsdaten, die am biomechanischen Kombinationsterminal benutzt werden können. Okay. Warum habt ihr denn so viele Hirne? Kommen die Hirne in die... Sind... Weil... Nein. Die Hunde haben die Hirne? Von Menschen oder was? Bin sehr verwirrt.